So, und damit wieder willkommen zurück hier zu Let's Play God of War Ragnarök. So, wir sind mit der Story jetzt mittlerweile durch, aber wir haben ja noch ganz, ganz viel zu tun. Also alleine hier in Midgard, seht ihr selber, haben wir noch einiges offen. Ja, wir haben jetzt neuerdings nach Abschluss der Story diese Überreste von Asgard, die wir erledigen müssen. Dann haben wir noch ein paar Artefakte, die wir sammeln müssen, eine legendäre Truhe und so weiter. Also da kommt noch einiges auf uns zu, das wir erledigen müssen. Und was wir als allererstes mal machen, wir müssen, jetzt meine ich erstmal. Noch immer sind überall am See Spuren der Weltenschlange. Dabei sahen wir, wie sie bei Ragnarök verschwand. Das kann nur bedeuten, dass die Legende doch wahr war. Thors Schlag hat Jörmungandr in der Zeit zurückversetzt. In einen jüngeren Jörmi, frisch aus Jötunheim, der zu der uns bekannten Schlange heranwächst. Als wir die Schlange erstmals trafen, sagtest du, sie hätte Atreus erkannt. Vielleicht aus Jötunheim. Das kann sein. Das müssen wir den Jungen fragen, wenn wir ihn sehen. Ja, das stimmt. So, ich will jetzt erstmal zu Ratatoske, weil er hat ja angeblich jetzt neue Samen für uns, mit denen wir jetzt besser reisen können. Da gucken wir uns das glatt mal eben ganz schnell an. Na, genau. Zu Sindris Haus wollen wir, jawohl. So. Dann gucken wir mal, weil ich glaube, den brauchen wir auch. Asgard-Angriff wirkte es irgendwie persönlich. Aber sie konnten sich unmöglich schon vorher begegnet sein, oder? Das habe ich auch überlegt und habe eine Theorie. Wir wissen, dass der Junge eine Zeit lang in Jötunheim Seelenmagie erlernt hat. Vielleicht hatte die Schlange damit zu tun. Du meinst, Atreus hat ihr die Seele eines anderen Riesen eingepflanzt? Jemand, der Thor bereits hasste? Ja, genau. Das grenzt die Sache aber gewiss nicht sonderlich ein. Ob Jörmi sich nach all dieser Zeit überhaupt noch erinnert, wer er einmal war. Na, ich meine, im Vorgänger wurde es ja auch schon mal angesprochen, oder? Hallo, da musst du mit dir reden. Oh, genau, da wollen wir nämlich hin. Hallo. Ich hab Hallo, Ratatoska. Hallo, Meister Kratos. Was ihr für diese Welten getan habt, ist wahrlich etwas, das ich für unmöglich gehalten hatte. Seid euch gewiss, dass Meister Brock über alle Maßen stolz gewesen wäre. Selbst wenn er es nur in seiner bevorzugten Sprache aus Schimpfwörtern ausgedrückt hätte. Ach, er fehlt einem wirklich. Ja, wirklich. Es gibt eine recht interessante Entwicklung, auf die ich euch hinweisen möchte. Die Explosion Asgards hat den Weltenbaum bis in die Wurzeln erschüttert und dabei viele der Weltensamen gelöst. Ich dachte mir, ihr hättet sie gerne. Das ist quasi meine Art zu sagen, danke, dass ihr meinen Opfertod verhindert habt. Gern geschehen. Danke schön. Davon abgesehen rede ich auch gerne über alles andere, was dich beschäftigt. Eine Sache wüsste ich gern. Offensichtlich ist es Zeit, über mich zu reden. Tun wir ganz sicher nicht. Was? Warum nicht? Du wagst es, meine Erfolge zu belächeln? Verzeih Arroganz, bitte. Er wurde leider mit den Jahren nur lauter. Und warum auch nicht? Ich kümmere mich ganz allein um den Weltenbaum. Ohne meine Wenigkeit würden die Welten von den Zweigen abfaulen, bevor ihr Undankbarkeit sagen könntet. Er hat aber recht. Dich allein um den Weltenbaum zu kümmern, ist nicht leicht. Natürlich hat er recht, Mimir. Aber sich selbst zu loben, ist so unbeholfen, oder? Und wer würde mich sonst loben? Und deine Frage war? Oh. Ich habe sie vergessen. Hervorragend. Bis nächstes Mal dann. Na super. Wohl an, lasst euch nichts zustoßen. So, gut. Das Gute ist, wir können uns jetzt anscheinend in alle Welten begeben. Das ist natürlich hervorragend. So, aber wir wollen jetzt erstmal nach Midgard zurück, weil ich möchte Midgard. Was haben wir da jetzt? Jötunheim können wir jetzt hin. Aha. Svartalfheim, genau. Wo ist eigentlich? Haben wir Asgard auch irgendwo hier? Da oben wäre das dann vermutlich, ne? Aber da geht's nicht hin. Na gut, dann gehen wir nach Jötunheim, sage ich schon, nach Midgard zurück. Genau, fangen wir hier einfach mal an. Denn wir haben dort irgendwo noch ein Artefakt, das wir einsammeln müssen. Das werden wir jetzt mal machen. Und dann schauen wir mal, dass wir Midgard hoffentlich heute in der Folge noch fertig bekommen. So gut wie, gesagt, dass wir noch Höre ich etwa wieder Stimmen? Hier ist jemand. Warte mal, wir gehen mal hoch. Das muss ja irgendwo von da hinten kommen, oder?
Ja, da ist auch jemand. Wir gehen da mal hin. Wir gehen da mal hin. Gucken, was der will. Hallo? Du bist ein Freund von Atreus. Ah, oh, hi. Ha. Du bist Lokis Vater, richtig? Ich kenne dich von der Ragnarök-Sache. Ich bin Skjöldr. Der Junge, der sich um die Bewohner Midgards gekümmert hat. Was machst du? Oh, Loki hat mir diese Geschichte erzählt, dass Odin ihn nach Asgard einlud und ihm eine Asenmünze schenkte, die du weggeworfen hast. Und ich dachte, ich suche mal nach ihr. Und ich habe sie tatsächlich gefunden, aber sie steckt irgendwie fest, weil du anscheinend super stark bist. Tut mir leid. Wolltest du sie behalten? Nein. Sie gehört dir. Sicher? Sie ist bestimmt sehr wertvoll. Also, deshalb suche ich sie nicht. Aber wenn ich ein echtes Asgarder Artefakt verkaufen würde, das von drei Göttern berührt wurde, würde das wohl viel einbringen. Bestimmt genug, um ein Boot zu kaufen, rauszufahren, reich zu werden. Die Münze gehört dir. Viel Glück. Danke. Dir auch. Und wenn du Thrud siehst, vergiss es. Aha. Okay, also das war jetzt absolut nichts Sinnvolles. So, aber gut. So, jetzt noch mal kurz gucken. Wir sind ja hier hoffentlich jetzt, genau, beim verlassenen Außenposten sind wir. Er muss wissen, dass er sie verdient hat. Lass ihn. Genau, soll er sich verdienen, das Ding. So, dann müssen wir nämlich mal schauen. Irgendwo da ist eben, wie gesagt, noch dieses eine Artefakt, das ich komischerweise vorher noch nicht gefunden habe, zumindest nicht wahrgenommen habe. Hallo? Ihnen gefallen? Stimmt was nicht. Oh nein, es ist nichts. Nur keine Ahnung, ob du es weißt, aber wir nehmen Abschied von Brock in Svartalfheim. Zur Bestattung? Ja, wir treffen uns in Reibs Taverne in Nidavellir. Wir werden da sein. Natürlich gehen wir dahin. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt, das machen wir später. So, warte mal. Genau, müssen wir hier nochmal rüberspringen. Huf, was haben wir denn da? Noch jemand? Dich haben wir noch. Halte die Irrlichter auf, Bruder. Ja, ja. Hopp. Und dich noch. Hopp. So, was haben wir da? Können wir mit dir irgendwas machen? Bist du zu irgendwas gut? Er dreht sich wohl nur in die andere Richtung. Ja. Gucken wir nochmal, haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Da war dieser eine Troll, aber nee. Genau, hier ist nichts mehr. Hier haben wir auch schon alles abgegrast. So, dann drehen wir dich mal darüber. Gucke mal. Guck mal, da ist auch nochmal eine Kiste. Hier ist ein, genau, hier können wir auch runter. So. Hier waren wir noch nicht dran. Das wundert mich ja schon fast ein bisschen. Lust auf einen Stiefel am Kopf? Rätsel gelöst. So, was ist das jetzt hier? Guck mal, hier muss man ja eigentlich irgendwie durchkommen. Tut man aber nicht. Kann man da irgendwie von der anderen Seite vielleicht hin? Und das gleiche da, da muss man ja eigentlich auch irgendwie runterkommen. Okay, das Schwert hier ist zu nichts gut. Gucken wir mal, gibt's hier? Ach, guck mal, hier kann man runter. Aha. Ach, guck mal, und das hier dürfte dann... Hopp, und zack. Und... Zack, bam. So, guck mal, dann haben wir hier das Artefakt. Instrument aus deiner Heimat, nicht wahr? Kannst du spielen? Ja. Wirst du? So, dann kommt man da auch durch und hier... Ach, guck mal, dann können wir den runterlassen und dann können wir da auch... Nein, dich können wir eben nicht runterlassen. Na gut, ist jetzt auch nicht so wichtig, weil... Da drüben in der kleinen Kiste wird jetzt eh nicht allzu viel drin sein und ansonsten gibt es denn hier nämlich auch nichts weiter. Genau, hier haben wir dann nämlich alles beim verlorenen Außen... oder verlassenen Außenposten. So, haben wir das schon mal, dann können wir wieder zurück und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch zum Urdbrunnen. Denn da haben wir jetzt noch Überreste Asgards und da ist irgendwo noch eine legendäre Truhe.
die ich ja schon vergeblich gesucht habe und einfach nicht gefunden habe. Da hoffe ich, dass es dann jetzt vielleicht nach Abschluss der Story verfügbar ist. Jetzt, wo sich die Gegend da ja auch verändert hat. Obwohl, warte mal, haben wir hier... Ne, wir haben hier kein mystisches... Doch, da unten haben wir aber ein mystisches Tor. Genau, dann kürzen wir nämlich durch das mystische Tor ab. Dann brauchen wir nicht die komplette Strecke fahren. Mit unserem kleinen Schneemobil. Genau, Midgard wollen wir hin und dann wollen wir da einmal hoch. So, auf geht's. Und ich hoffe, genau, es dauert ja in der Regel nicht lange. So. Dann markieren wir dich einfach mal eben. Dann gucken wir mal, was es mit diesen Überresten Asgards auf sich hat. Freya, mich beschäftigt etwas. Was ist los? Freyas Schwert. Ich bin froh, dass er es wieder hat. Stahl es Odin? Nicht ganz. Man kann es nicht stehlen. Der Besitzer muss es aus freien Stücken hergeben. Freya ließ es in seiner Jugend schmieden und es hat seinen Antrieb und seine Leidenschaft inne. Jahrhundertelang schwor er, er würde es bis zu seinem Tod führen oder bis er die Liebe seines Lebens trifft. Er und sein Schwert waren beide Romantiker. Hm. Und wir haben Besuch. Na, was seid ihr jetzt für Clowns? So, genau. Fuck. Ja, ja. Haben wir mal wieder alle Bifrost dabei, hä? Boah. Genau, raste du mal weiter aus. Igelmagie könnte den Schild durchbringen. Hinter dir! Ja, ja. Boah, fuck. Erledigt. Ja, sehr gut. So, den haben wir auch. Hm. Komm, weg. Jawohl. Erledigen wir dich schon mal. Habe ich doch schon. Hopp. Jawohl. Linke Seite, Bruder. Fuck. Übertreib halt gleich mal wieder. So. Haben wir dich. Falls mehr von diesen Asgard-Fragmenten da draußen sind, werden die Einherjar ja den Welten weiter Ärger machen. Nur wenn wir nichts unternehmen. Die Welten werden nie heilen, wenn sie bleiben. Wie viele noch? Nur ein Weg, das rauszufinden. Ja, ich weiß schon, wir müssen überall hin. So. 10 Stück. Gibt es. Okay, dann haben wir den ersten schon mal erledigt. So, und wie gesagt, irgendwo hier muss es dann eben noch diese eine legendäre Truhe geben. So, dann müssen wir mal genau... Hier können wir uns wieder hoch... hochhangeln. So, jetzt ist halt die Frage, wo ist es? Weil da oben haben wir schon mal überall geschaut gehabt. So, gibt es hier irgendwas? Nee, dann schleichen wir uns hier nochmal durch. Weil ich meine, es hieß, dass man nach Abschluss der Story hier dann nochmal irgendwo wieder durch kann. Das muss aber nicht, natürlich nicht unbedingt der Fall sein, weil bevor wir uns da jetzt wieder... Ah, da sind wir dann nämlich schon mal quasi umsonst hier einmal hochgeklettert. Ich hoffe, dass es dann dieses Mal nicht der Fall ist. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Da ist sie ja. Die legendäre Truhe.
Aha, gucke mal. Ah, sieh an. Da müssen wir dann durch. Da müssen wir... Warum habe ich... Aber das muss ich ja vorher dann auch schon mal gesehen haben, oder? Oder wäre ich einfach nur mal wieder zu blöd? Das kann ich nämlich nicht ausschließen. Genau, dann müssen wir hier einmal rüber. Weil hier waren wir definitiv auch... Und dann habe ich das da nicht gesehen, oder was? So, gucke mal. Und jetzt da durch. Ha, guck. Jawohl. Rundschild der Reinigung. Mhm. So kann ich jetzt hier auch irgendwie wieder weg. Da muss ich hin. Okay, gucke mal. Und dann können wir uns hier wieder runterseilen. Perfekt. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Dann haben wir die legendäre Truhe nämlich auch schon wieder. So, und dann kümmern wir uns jetzt noch um den See der Neuen. Da haben wir dann jetzt nämlich noch... Was haben wir da jetzt noch? Genau, 3 Artefakte und einmal Überreste Asgards. Und dann haben wir hier noch so einen unentdeckten Bereich irgendwo, wo ich auch nochmal hin möchte. Da waren wir nämlich noch nie. Genau, rüber da. So. Okay, so, jetzt muss ich mich gerade muten, weil ich niesen musste. Nicht, dass wir sowas jetzt auch noch hier in der Aufnahme haben. Ich muss sagen, wir ergänzen uns gut. Ich habe die Klugheit, Kratos die Muskeln und die Dame, Weisheit, Magie, der Fähigkeit, dich über längere Zeit zu ertragen. Ich wollte sagen, Brutalität. Geht auch. Mhm. So, dann schauen wir jetzt mal wegen den Artefakten. Da habe ich mir nämlich die Punkte auch schon so grob rausgesucht. Ich habe nicht nachgeschaut. Aber ich habe es mir mal angeguckt, wo diese Artefakte sind, damit wir die ein bisschen schneller finden. Weil sonst sucht man sich ja wirklich einen Wolf, das ist ja sonst grauenhaft. Hildir, ich wollte dich etwas fragen. Hildiswini hat mir erzählt, wie du Hils Armee sichern wolltest. Wollte aber nicht näher auf die Verhandlungen mit Reiswelker eingehen. Ah, ja. Verständlich, dass er sich bei so einem Thema zurückgehalten hat, bis er sah, ob wir den Kampf überleben. Es reicht erstmal. Aufpassen. Nein, es reicht nicht. So, gucke mal, da haben wir das nächste Artefakt. Sehr gut. So, dann muss das nächste irgendwo hier hinten sein. Dann muss ich gleich nochmal eben auf die Karte gucken. Da oben ist es dann. Mimir, was genau hast du dem großen Vogel in Helheim versprochen? Oh, nichts allzu Schlimmes. Sie möchte sich nur gern... zur Ruhe setzen. Zur Ruhe setzen? Hils Adler will sich zur Ruhe setzen? Ja. Und frag mich nicht, was sie mit ihrer Freizeit anfangen will. Darauf gibt es ganz sicher keine beruhigende Antwort. Ich weiß es auch nicht. Nicht Hil sein? Offenbar. Sie möchte nur eine Abrechnung. Jemand, der ihren Platz einnimmt und sozusagen zu Hil wird. Nicht gerade ein Amt, das viele gern bekleiden würden. Stimmt. Schreckliches Wetter, endlose Stunden und die Möglichkeit, entsetzliches Unheil über die Welten zu bringen, wenn man nicht aufpasst. Genug geredet. Sei bereit. Mann, ihr könnt die Gespräche ruhig fortsetzen. Gucke mal, da ist es, ja? Schöner Dolch. Unpraktisch. Für Zeremonien. Gucke mal, haben wir den. So, und dann müssen wir jetzt sowieso nur noch einmal da hoch, weil da oben haben wir auch wieder Überreste Asgards. Das sieht man da auch schon. Dann nehmen wir die jetzt noch direkt mit. Oh, komm, lauf, 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 lauf. Und dann noch das Artefakt. Und dann haben wir beim See der Neuen, glaube ich, auch alles. Um einen Kampf zu beenden, über den wir nicht reden, könntest du diese Kraft noch einmal aufbringen? Vielleicht. Hast du eine Riesenleiche zum Wiederbeleben für mich? Nein. Tja, mal bitte. So. Dann schauen wir doch mal, was jetzt hier wieder auf uns zukommt. Ob das wieder die gleichen Gegner sind, ob es da wieder unterschiedliche gibt. Mhm, hier ist auch alles ein bisschen kaputt. So, Freunde. Na super, das sind gleich 2 von denen. Schön vorsichtig.
Ja, ich weiß schon. Komm. Ja, ja. Ihr nervt aber auch mit eurem Bifrest. Miss. Komm. Boah. Weg. Oh, komm. Ah. Ja. Komm, weg. Oh. So, jetzt können wir den hier aber mal machen, hä? Reiter, halt sein Reittier! Ja, ich merk's. Spiegelmagie könnte den Schild durchdringen. Und wie setze ich die ein? Boah. Er holt halt den Schild auch nicht raus, wenn ich ihm das sag. So, wisst ihr was, jetzt reicht's mir langsam. Komm. So, ihn hier auch noch. Ja, ja. Komm, komm, komm. Einfach draufhalten. So, komm, komm, komm. Ach so. Hinter dir, pass auf. Ja, Schild brauchst du nicht rausholen, Kratos. Schild brauchst du nicht rausholen. Komm. Ach so. Ja, ja. Weißt du, wenn ich auch mal so einen schönen Schutzschild hätte wie der, wäre auch alles cool. So, komm. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Letzter Gegner. So, komm. Na, endlich. Mein Gott, was war das jetzt schon wieder? War ja grauenhaft, dieser Kampf. Warum sie noch kämpfen? Haben sie Odins Tod nicht gespürt? Sie sind Soldaten. Sie werden ihm immer treu sein, lebendig oder tot. Das ist eine Frage der Ehre. Ja, sie werden weiter seinen Befehlen folgen und die Welten unterdrücken. Aber nicht mehr sehr lange. So, gucke mal. Asgard hat Trümmer 2 von 3. Jetzt ist die Frage, kommt man da dann eigentlich auch wieder hoch, ist so die Frage. Das nicht das Artefakt, das muss jetzt nämlich irgendwo hier sein. Ihr Häuptling. Hä? Huch, da wollte ich... Na, da wollte ich jetzt noch gar nicht hin. Um euch kümmern wir uns später. Aber das zeigt er hier gar nicht an. Räuberhochburg. Aha. Interessant. So. Genau, also wir brauchen einen von... Ah, da müssen wir, glaube ich, rein. Genau, gucke mal. Da ist das Artefakt dann jetzt auch zu sehen. So. Schönes Messer. Leider verrostet. Gut, das sind alle verlorenen Artefakte aus Tyr's Tempel. Lust auf einen Besuch bei einem gewissen Zwergenladen? Natürlich. Machen wir doch glatt.
Genau, weil da ist ja sowieso dann auch ein mystisches Tor. Weil das brauchen wir dann, um zu Freyas altem Haus zu kommen. Also, wie besorgt sollten wir sein, Mimir, wegen dieser Reißwelker-Sache? Oh, wir haben alle nichts zu lachen, wenn jemand Ungeeignetes den Posten übernimmt. Mhm. Andermal. Konzentration. Hey, in der Nähe meines kleinen Ladens in der Wüste von Alfheim. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt gerade so nichts machen können. Das ist aber auch egal. Okay, so, dann will ich jetzt nur noch mal eben schnell... Genau, Midgard wollen wir wieder. Und dann hoffe ich, dass wir hier unten... Genau, Tor freischalten. Zack. Gucke mal. Ein der Zuflucht. Da wollen wir hin. So, da gibt es dann nämlich nochmal so eine Blüte, die wir auch brauchen. Diese, in neun Welten gibt es ja jeweils eine Blüte. Und davon ist eine da. Wir gehen so, da müssen wir jetzt nur mal... Ja. Er wird sicher böse auf mich sein. Ja. Meinst du? So, schauen wir mal. Nur die Frage, diese Blüte, wo ist die? Ich weiß, die ist auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe. Ach, guck mal, da liegt sie ja schon. Tut mir leid. Ich war... Hallo? Nichts entschuldigt, dich so zu vernachlässigen. Hm. Alles cool? Okay, kann ich dann jetzt diese Blüte einsammeln, bitte? Freya. Ah. Mirkraut. Sehr gut. Gucke mal, haben wir das auch. 5 Stück brauchen wir dann jetzt noch. Ha, sind da gar nicht mehr so viele. So, dann gucken wir jetzt nochmal eben auf die Karte. Genau. Also, Midgard haben wir zu 96%. Da fehlt nur noch dieser eine Berserker-Grabstein da oben. Und dann haben wir da oben, wie gesagt, noch diese eine unbekannte Region, wobei ich schau mal eben, wie weit, okay, 27 Minuten haben wir jetzt knapp, 28. Dann begeben wir uns da einfach nochmal eben schnell hin, da können wir auch einfach eben schnell über das mystische Tor hin, das ist ja kein Problem. So, komm. Genau, zack. Und dann wollen wir hier, genau, zum Königsgrab wollen wir dann hin. Einmal auf die andere Seite der Karte. So. Hopp. So, genau, und dann haben wir hier irgendwo noch diese eine geheime Region. Frage ist jetzt nur, wo? Genau, da unten geht es eben zu diesem Königsgrab. Und da muss es hier irgendwo eine Stelle geben, wo man quasi nach links abbiegen kann. Die große Frage ist nur, wo? Ist es da hinten? Gucken wir mal, guck mal, da ist irgendwas aufgemalt. Das ist eine gute Frage, was das ist. Die große Frage ist auch, wie kommt man da hin? Das ist denn jetzt wirklich die interessante Frage. Hm. Weil da muss es anscheinend irgendeinen Felsvorsprung geben, wo man hoch kann, aber das ist ja hier auf jeden Fall schon mal nicht. Gehen wir hier nochmal genau, also da rechts hätten wir einen, aber das ist ja Blödsinn, wir müssen ja nach links. Das weiß ich auf jeden Fall. Und hier, genau, da kann man auch nirgendwo hin. Oder kann man das dann doch irgendwo hier drüber machen? Was haben wir hier? Ne, genau, da ist das mystische Tor.
Das ist aber auch blöd, wirklich blöd zu entdecken. Genau, vermutlich müssen wir dann da rein, oder? Dann laufen wir jetzt einfach nochmal, dann läuft man quasi hier lang, oder müssen wir... Ah, ich glaube, wir müssen da einfach hoch. Da müssen wir, glaube ich, einfach hoch. Genau, weil da geht es nicht weiter und hier kann man sich dann hochziehen. Und da unten geht es dann ja nur wieder hoch oder runter. Sieh an, da haben wir sie ja. Das ewige Lagerfeuer. Und dann gibt es hier, haben wir nichts. Also, was haben wir denn hier Schönes? Wer immer hier war, ist lange fort. Ja, aber das Feuer, das brennt fleißig. So, und dann haben wir hier wieder irgendein... Was ist denn das, ein Buch? Was hast du entdeckt? Eine Liste von Zutaten für eine Mahlzeit. Ein Rezept? Wer hat das hier gelassen? Sehen wir uns die Zutaten an. Vielleicht führt uns das Rezept ja zu ihnen. Wir fallen durch die Welten. Mhm. Okay, und was muss ich für diesen Gefallen machen? Die Zutaten des Rezepts finden. Okay, das muss ich mir jetzt gerade nochmal anschauen. Schauen wir mal durch die Gefallen. Überreste der Asgard. Durch die Welten. Zinkenfrucht. Bantammelone. Alpenkappe und nordischen Flaschenkürbis. Okay. Oh Mann. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir das machen, wie wir das machen. Das schauen wir dann mal. So, dann würde ich sagen, wir haben in... Genau, okay, durch die Welten müssen wir dann halt nochmal komplett machen, damit wir hier die 100% kriegen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sind hier erstmal durch. Dann bedanke ich mich jetzt mal wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao.